Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, in meinem neuen Zuhause, ich muss sagen, es ist noch ein bisschen ungewohnt, es schallt ja auch ein bisschen mehr wie in dem anderen. Aber wenn ich nicht so laut rede, wird es wahrscheinlich gehen. Ich möchte euch einfach eine Zusammenfassung zeigen von den ATCs, die ich von der lieben Tanja gekriegt habe. Einfach, weil ich auf den Bildern manche Effekte auch nicht richtig eingefangen habe oder nicht richtig einfangen konnte. Und ich möchte euch das einfach zeigen und mich nochmal ganz herzlich bei der lieben Tanja bedanken, dass sie ja, mir den Arsch gerettet hat. Und ja, es ist einfach ein Danke-Video an meine liebe Tanja, die innerhalb kürzester Zeit so viele ATCs gemacht hat. Und ich... Oh, untergefallen. Und ich bin da überaus dankbar, muss ich dazu sagen. Ich denke, das reicht auch aus der Anleitung jetzt. Auf jeden Fall möchte ich euch die zeigen. Und zwar in der Reihenfolge, wie ich sie aufgemacht habe. Fange ich jetzt einfach mal an, ohne lange um den heißen Brei herumzureden. Ich finde den so geil koloriert. Der ist so schön koloriert, wirklich. Ich liebe das. Und dann hat sie hier mit Zeitungspapier und dann hat sie hier noch was drauf gesprenkelt. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht aus wie... Ja, orange und gold, irgendwie so eine Mischung. Das eine ist metallisch und das andere, ja, finde ich gut. Und wie gesagt, mit den, das ist wirklich Mixed Media, was sie hier gemacht hat. Ich kann das gar nicht, aber ich finde das echt schön, wenn man das kann. Dann haben wir hier noch. Ja, die ist echt schön, ja. Wie gesagt, ich liebe ihre Koloration, deswegen ich schaue da auch immer, wie sie das gemacht hat, weil wenn man schon eine Weile koloriert, so wie ich, kann man das dann auch sehen. Das hat man auf meinem Bild zum Beispiel nicht gesehen. Spezialeffekt. Und das finde ich cool, dass man das einfach schwarz gemacht hat. Sowas möchte ich auch mal probieren. Ja. Sehr schön. Wie gesagt, ich liebe ihre Kolorationen. Sie sind echt toll. Oh ja, die ist grün. Naja, also ihr könnt euch das wahrscheinlich vorstellen, weil ihr mich erkennt. Jetzt haben wir dann mit Schimmer irgendwas drauf gesprenkelt. Und hier Steinchen und Aquarell. Ja, irgendwas Aquarelliges hast du hier gemacht und Semifim grün, einfach toll. Das ist auch Lornforn, grüner Frosch mit den Punkten. Ich mag das ja, solche Effekte, die machen ihn ja noch echter. Ich finde das super. Ja. Also ich muss sagen, es sieht auch keine gleich aus. Ne? Also bei mir habe ich ja sowieso den Eindruck gehabt, dass meine ein bisschen ähnlich aussehen an manchen Stellen. Hier ist der Schimmer, den sie, also Glitzer hat sie da. Sehr schön Gold im Brust. Das ist Mama Elephant Stempel. Ich habe die nicht, die finde ich aber sehr niedlich. Ja. Ganz, ganz toll. So also eine wilde Dschungelparty hier. Also, ne? Die ATC sagt einfach Party. Für mich sagt die ATC einfach Party machen. Obwohl hier Relax doch mal steht. Ist immer viel los auf ihren Karten. Ich finde das echt schön. Guckt mal. Jetzt sie. Och. Ich glaube, das ist Glitzerkleber, könnte das sein. Und hier hat sie, keine Ahnung, Embellishment Mousse, vielleicht in Gold. Ich sag's mal, also es ist nur eine Schätzung und dann hier ist eine Stanze von Lauren vorne, dann hat sie was ausgestanzt. Und die Koloration wieder schön. Das liebe ich ja auch, das ist mein Sternzeichen, ist ja Krebs. Oh, ja, danke. Nee, also ist echt schön. Auch was sie hier gemacht hat, weiß ich nicht. Also das sieht aus wie, ich habe da willkürlich mit Copics gemalt oder so. So sieht es für mich aus, aber ich finde es halt schön, ne? Sieht schon sehr toll aus. Die ist auch so wundervoll. Ich finde die echt, ich finde alle toll, wirklich. Und die sehen echt alle anders aus. Also, oh, ich liebe diesen Stempel auch. So niedlich. Citizens, yay! Und hier Craft Emotion Stanzen, die habe ich ja auch. Und Nuvo Drops und, oh, sehr, sehr cool. Und jetzt kommt wieder Lauren vor. Ei, wie geil. Und da hat sie hier was drauf embossed, ne? An Silber. Oh, schön. Ich mag diese Viecher ja auch, ne? Sie hat sie so geil koloriert. Toll. Einfach toll. Ja, ich kenne diese Stempelfirma gar nicht, aber ich finde den total niedlich, den kleinen Dino. Ne, also sehr, sehr süß. Kann sein, ich bringe jetzt den einen oder anderen durcheinander, weil mir hier was runtergefallen ist vor uns.
Ja, dann haben wir jetzt hier die schöne Blume. Die Effekte sind immer sehr schön, die sie drauf hat, echt. Das ist auch wieder die Firma, wo ich nicht weiß, wie die heißen. Aber das macht ja nichts, glaube ich. Auch mit Glitzer und so. Bijou, ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie rum. So, dann haben wir hier wieder Lawn Fawn. Diesmal hat sie aquarell koloriert. Das habe ich bei den anderen gar nicht gesagt. Aber das ist, ich glaube, auch Aquarell. Ja. Total cool. Aquarell-Look, der ist echt schön. Ja, die finde ich auch cool. Also das mit Schablone, ich mag das. Also solche Schablonen hätte ich auch gerne. Und die, ja, die passen zu meinen Fingern. Okay, noch welche habe ich? So, geht's weiter. Mit Doodle-Black-Stempeln, auch Aquarell koloriert. Und ja, ganz viel. Also sie klatscht da einfach alle. Also, das klingt ein bisschen doof. Sie klatscht das alles da drauf und das sieht immer am Ende total cool aus. Ich mag das, wie sie das macht. Das finde ich total cool. Dann haben wir hier, das ist, ich glaube, ein Memories for You-Stempel. Die Venus finde ich auch schön. So. Und wieder aquarellisiert. Ja, hast du aquarell koloriert? Das kannst du sehr, sehr schön. Entschuldigung. Ja, das sollte ja nicht so, na, wie heißt es denn? Es soll ja nicht so perfekt aussehen. Bei Aquarell muss es nicht perfekt aussehen. Das ist auch meine Meinung. Das ist wieder so ein Stempel, wo ich nicht weiß, wie er heißt. Und hier, diese Effekte gefällt mir übelst. Ich weiß nicht, ob das was das ist. Also ich denke einfach, das ist ein Struktur-Cardstock, den sie bearbeitet hat. Aber ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Aber es ist trotzdem sehr schön. Dann haben wir hier. Oh ja. Das ist richtig. Also in der Strukturpaste oder was sie da genommen hat. Also ich denke das ja nur. Hier auch. Also wirklich der Knaller und die zwei Kakteen. So niedlich. Den haben wir auch noch. Hier mit Washi und mit diesen Swirl-Sticker-Linien, Dingern. Und ja, hier der Hintergrund halt wieder hier irgendwas mit Zeitungspapier und das Emboss, die Wellen. Einfach nur cool. Dann haben wir hier noch Doodlebug. Wieder mal. Ich habe das auch, das Stempelset. Das ist echt schön. I love it. Kleine Landschaft. Sehr, sehr niedlich. Dann haben wir wieder ein bisschen Sissi-Design. Ich liebe das ja, wie sie das koloriert. Und ich schätze mal, das hat sie mit Polychromos gemacht. Ja. Sieht nach Polychromos aus. Ja. Sehr, sehr cool. So, was haben wir denn hier? Jetzt sie mit was ganz anderem, so einer Schimmer-Aquarellfarbe, denke ich mal, ist das. Die Dinger hat sie embossed, schwarz, und dann hat sie hier wieder Strukturpaste, irgendwie was. Und also ich kann es ja nur raten, ich weiß es ja nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, was sie gemacht hat. Dann haben wir wieder so ein Vieh, wo ich nicht weiß, welche Firma das ist. Nein, ich weiß es echt nicht. Ich weiß nur, dass sie von den Stempeln total begeistert ist und sie so niedlich fand und sie da relativ viele davon sich geholt hat und ja, hier wieder Stickerlinien und das passt, ich finde, das passt auch mal gut auf eine ADC. Ich habe leider keine Stickerlinien mehr, aber naja. Und dann hat sie hier den Hintergrund, hat sie bestimmt auch selber gestempelt, das sieht zumindest so aus. Dynamite stand ja bestimmt noch nicht auf dem Blatt. Also wirklich, sie wischt und macht, also ich finde das total cool. Hintergrund à la Tanja. So, hier wieder. Wie gesagt, Zeitungspapier, das da integrieren finde ich total schwierig. Dann hat sie wieder solche Sticker, die sind von Ideen mit Herz oder so. Und dann haben wir hier Raw Awesome und ja, diese feuerroten Dinos. Die sind so der Knaller, echt. So, und dann reicht das ja noch nicht. Ich habe am letzten Tag hatte ich drei drin. Das sind die. Da hat sie mir das ganze Set reingemacht. Und ich liebe sie ja dafür, dass sie das so, dass sie diese drei so zusammengehörig, so monochrom in den Farben so machen kann. So ganz monochrom, ja, rot oder dunkles Orange, helleres Orange und gelb. Also so ganz monochrom und geradlinig das alles so in der Art machen. Dafür liebe ich sie ja. Und deswegen finde ich das total cool, wie sie es gemacht hat. Also echt, ich mag sie alle.
Ich habe jetzt ja, wie gesagt, ganz, ganz viele ATCs von ihr. Ich mag sie alle und sie hat auch ganz, ganz viele von mir. Und ja, ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir, dass du das gemacht hast. Ja, ich glaube, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Die sind so schön. Also die sind alle wirklich sehr schön. Und die sehen, es ist keine dabei, die gleich aussieht. Also die sehen alle anders aus. Ich glaube, ich hatte mehr ähnliche dabei wie du. Meine, ja, manche sahen sich halt sehr ähnlich. Gebe ich zu, ja, okay. Aber nichtsdestotrotz, diese Mühe, die sie hier reingesteckt hat, die finde ich echt einwandfrei. Und es ist wirklich echt schön. Also wie sie ihre ganzen Sachen, die sie so zu Hause hat, einsetzt, finde ich einfach nur cool. Ne? So, meine Liebe, ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Ich freue mich echt über alle. Das ist echt, das ist toll. Danke, 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 danke. Ich habe noch was anderes. Ich zeige euch einfach noch mal schnell hinten dran gehangen, noch ein paar Karten, die ich einfach nur fertig gemacht habe. Ich habe da die Lawnfond-Stanze verwendet. Ich zeige euch das einfach mal. Ich habe da diese Lawnfond-Stanze mit dem Fenster verwendet. Ich habe auch nur diese verwendet und ich habe einfach aus diesem Lawnfond Fall Fling Paper habe ich einfach ganz viele Herbstpapiere verschieden ausgestanzt und habe das dann miteinander gemixt. So. Und dann hatte ich halt noch Stempelabdrücke. Manche habe ich extra dafür koloriert und manche habe ich mir einfach nur gesucht aus meinen Tiefen der Stempelabdrücke, die ich vorkoloriert habe. Ich habe hier meine ganzen Stempelabdrücke drin, die ich vorkoloriert habe. Ob ich die jemals benutzen werde, weiß ich nicht. Aber so zwischendrin mache ich halt mal, brauche ich halt mal solche auch. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt diese. Ich habe so ganz viele Dankeskarten gemacht. Also ihr werdet diesen Schriftzug Thank you very much jetzt öfter sehen, weil ich halt Dankeskarten gebastelt habe. So. Und die sehen sich auch recht ähnlich. Also ihr werdet kaum einen Unterschied sehen. Ich habe halt viel Lawnfond genommen, weil ich habe halt viel von denen auch vorkoloriert gehabt. Ich habe hier das Hey There, die Fairy Friends, dann habe ich hier Wild for You. Entschuldigung, das ist kein Lawnfond. Wild for You, ich habe halt versucht, manche habe ich einfach nur so platt aufgeklebt und manche habe ich halt mit Erhöhung aufgeklebt. Das Danke auch mal in Deutsch. Mit Stampin' Up ist das. Das ist, das Danke ist Stampin' Up, aber das, naja, ist halt so. Stampin' Up ist bekannt für die deutschen Sprüche und so. Und die Größe passte einfach perfekt. Und da habe ich Nouveau Dream Drops genommen. Hier habe ich den antiken, den Vintage Drop, den einzigen, den ich besitze. Und hier ist auch ein Nouveau, aber ich weiß nicht welcher. Also ein grüner auf jeden Fall. Und dann habe ich nochmal Lorn von Nur die Bäume. Das fand ich für eine Dankekarte auch eigentlich ganz passend. Weil es einfach sehr neutral ist. Bäume sind halt neutral, ne? Also ihr seht das schon. Das Ding ist einfach nur, ich möchte auf Instagram nicht jede Karte, weil die sich so ähnlich sehen, ich möchte nicht jede Karte einzeln hochladen. Das ist für mich bescheuert. So. Also. Dream Drops hier wieder, auch das Danke und ja, einfach anders angeordnet. Also ich habe immer geguckt, dass ich halt mal quer und mal, also mal vertikal und mal horizontal mache, so. Ne? Ihr seht das dann schon. Aber ich hatte mir halt so ganz, ganz viele solche Rahmen ausgestanzt und ich habe gedacht, ich muss die jetzt mal verwenden. Und wo verwendet man die besser, wenn nicht mit vorkolorierten Stempeln, die einfach auch ein bisschen passen, ne? Also. Dann habe ich das noch, hatte ich noch solche vorkoloriert, die kleinen Hühnchen von CC Designs. Ja, musste ich halt gucken. Die ein oder andere musste ich dafür extra noch kolorieren, weil das nicht gereicht hat. Ich versuche einen Hintergrund anzupassen. Naja, ist mir semi gelungen, würde ich sagen. Aber ich habe halt immer das Danke in Weiß, im Worst auf Schwarz. Ich dachte, das passt gut dazu. Und dann habe ich das noch dieses, den Squirrel von MFT genommen. Und ja, thank you, weiß ich nicht, das ist, ich glaube, von diesem Big Thank You von Lawnfond. Ja, hier ist es drin, genau, das ist es. So, ihr Lieben, das war's jetzt erstmal. Ich habe euch jetzt genug gezeigt. Danke, liebe Tanja, an dich für den ATC-Tausch. Ich habe mich sehr gefreut über alle. Ich hoffe, du hast dich über meine genauso gefreut. Und ja, das sind einfach die Dankeskarten, die ich gemacht habe. Ich habe ein paar gemacht und ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tüdelü!